So. Hallo, guten Abend, liebe Leute. Wir sind heute am 17. Tammuz, trotzdem fast. Fastentag muss man ein bisschen lernen. Ich wollte erzählen allgemein die Idee, was es gut zu fasten ist. Okay, wir sind nicht im Diätaunterricht oder etwa so. Das ist natürlich eine geistliche Perspektive, das wollte ich mitbringen. Und muss man sagen, direkt im Judentum, es gibt sehr, sehr wenige Fastens. Überhaupt, ja? Wie viel allgemein? Was kennen Sie bis Drei, heute? mindestens Drei, gut. Yom Kippur, Wer Purim noch? und Ja, Tammuz. vor Purim, ja. Was noch? Welche Tage noch? Der neunte Okay, Abend, wir der haben. da war, ja. Ja, also wir haben insgesamt sechs Tage, die sind Fasten. Also, ob es ist wenig oder ist viel, was sagen Sie? Für die Art und Weise, wie im Judentum gefastet wird, ist das viel, weil es normalerweise ein 25-Stunden-Fasten ist. Bald. Ich frage nicht über die Dauerhaft, wie lang ist diese Fasten, aber überhaupt. Die Zahl 6, ist es normale Zahl, zu viel, zu wenig? Was halten Sie davon? Die Schöpfung, also Gott hat an 6 Tagen gearbeitet. Okay. Aber ich muss sagen, ehrlich zugeben, dass im Torah, im Heiligen Schrift, es steht nur einen Tag. Im Torah, Yom Kippur. Also die fünf dazu, sie kommen von Talmud, von unseren Weisen. Gibt es ein Band im babylonischen, auch bei jerusalemischen Talmud, der heißt Taanit, die Fasten. Dort stehen die noch fünf Tage dazu. Das heißt, die jüdische Geschichte, die Schwierigkeiten in unserer Geschichte, ja, das ist die große Ursache zum Fasten, auch heute, auch überhaupt. Ja? Also, das heißt, minimale Forderung vom Torah, von dem Gott, ist es nur ein Tag, Yom Kippur. Aber natürlich, es ist keine einfache Dinge, eine Jude sein, eine jüdische Geschichte. Und deswegen, natürlich, die Fasten sind alle sechs, sie kommen nicht von die guten Gründe sozusagen. Warum fastet man im Yom Kippur nach Torah? Was sind die Wegen Gründe? die Schulden vor dem Gott. Die Oder Sünden verglichen sozusagen. Die bereuen sich, ja. Also muss noch dazu sagen, dass die christliche Idee, dass sich Leid verursachen, sind keine jüdische Idee überhaupt. Ja? Also wir wollen nicht uns für unsere Körper, auch Geist, tut weh tun. Ja? Also wenn Sie schauen, die Schiiten, ja, das muslimische Teil im Islam, die schlagen sich bis Blut. Das ist die klassische Idee, sich tut weh tun. Ja? Das kennen wir auch von christlicher Mittelaltergeschichte, oder? Wir kennen die Ordens, die Franziskaner zum Beispiel. Ja? Sie gehen bloß ohne Schuhe. Ja? Also muss man leiden. Ich habe schon gesagt, dass diese englische Sketch über die Brian, ja, und Christentum, dasselbe hat gekehrt. Dort die Regisseur und diese Film, sie lachen von unterschiedlichen christlichen Dogmaten. Ja? Zum Beispiel dort, wir bald reden über die Spaltung im jüdischen Geschichte, im jüdischen Volk, unterschiedliche Gruppen, Parteien, auch heute. Aber damals, die Film lacht über die unterschiedlichen jüdischen Radikalen. Also gibt es zwei Fronten. Eine Front für Judäa-Befreiung und eine Judäa-Befreiung-Front, etwa so. Wo sie natürlich Krieg hat mit anderen. Es ist lächerlich. Und dann die
Jesus, er flieht von den römischen Soldaten und dann er eine Sandal, ja, eine Schuhe, er verliert. Also, und dann kennen Sie diese Teil. Es Ja, hat natürlich. er, Folgt und dann die Leute Sandale. sagen, ja, stopp, 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 es ist eine Zeichnung von Gott. Wir müssen uns folgen unserer Lehre. Wir gehen auch alle mit einer Schuhe. Und dann andere Prophet nimmt sich zum Wort, nein, nein, es ist andere Zeichen von Gott. Wir müssen leiden. Und so weiter und so fort. Ja? Also die Leute müssen leiden. Ist eine sehr seltsame Idee. Wir haben keine Aktionen in dieser Idee als Judentum. Es ist wirklich menschliche Entwicklung, wie im Islam, wie im Christentum. Also wir wollen uns nicht leiden. Umgekehrt, es steht im Zohar, die Urgestein von kabbalistischer Literatur, dass die Ziel der Gottschaffung und Schöpfung der Welt ist, dass die Menschen sollen fröhlich und gut sein. Ja? Sie müssen genießen sich in dieser Welt, die Gott ist der Welt. Deswegen diese Genieße in unserer Ekklesiastes, es ist nicht umsonst dieser Begriff. Ja? Genau genieße. Muss man genießen, die Gott ist der Geschenk, Gott ist der Welt. Also, wir wollen nicht als Idee fasten. Ja? Es ist, die ganze Thema ist genau Postfaktum. Verstehen wir? Es ist ein sehr wichtiger Begriff, Postfaktum. Das heißt, ich habe gesagt, im jüdischen Gesetz, Halacha, gibt es zwei wichtige Definitionen. Eine von Anfang, Idealsfall, an unserer Sprache, soll sein, in anderen Worten. Und Postfaktum, so es ist. Das ist realisches Welt, ja? Realisches Leben. Ja? Wenn wir uns alle hätten Idealsfalls leben, müsste man kein kriminelles Gesetz, keine Polizei, keine Schlüssel und so weiter. Ja? Alles wäre perfekt. Ja? Also ich habe gelebt einige Zeit, gewisse Zeit im Kibbutz in Israel. Dort kann man sein Haus Schlüssel nicht. Macht man so nichts. Wenn Sie gehen zum amerikanischen Provinz, ich habe dort Familie, ich war dort mehrmals, die Leute schließen das Auto nichts. Es ist so, ja, dass die Leute leben ein bisschen in idealische Welt. Es kann sein, auch einem Millionenbewohner Stadt. Aber doch im Downtown und in der Mitte, im Zentrum, muss man doch das Auto beschließen. Ja, also, das muss man genau deswegen dieser Schluss, die Tür, die Autos, ja, das ist ein gutes Bild, was ist von Anfang, Idealsfall, und das, was ist tatsächlich, was haben wir als realisches Leben. Ja. Also, das ist bekannt, die Juden sind sehr, sehr realistisch und pragmatisch. Ja. Also, alle Fasten, alle sechs, die sind Postfaktum. Ja. Es ist unsere Realität. Was kann man tun, dass wir machen Fehler in das Leben? Ja? Es ist keine Idee, sündigen oder Fehler tun, aber doch, es ist passiert. Wir sagen, das ist in Ordnung, wir sind Menschen und deswegen kommt Yom Kippur sich geistlich auf erste Reihe reinigen und saubern. Und auch mit dem Gott ein Frieden wieder deklarieren. Aber wäre das idealische Welt, idealisches Leben, Paradies sozusagen, dann wäre auch kein Yom Kippur. Und deswegen Talmud sagt, dass als Messias kommt und wird eine bessere idealische Welt, alle jüdischen Feste werden verschwunden und annullieren. Und das inklusive auch Yom Kippur. Übersetzung: Die Leute werden nicht sündigen.
Die Leute werden keinen Fehler tun in Zukunft. Ah, gut, klingt gut. Also, das will ich sagen, dass auch die Termine, die Feste vom Torah, die sind wie Yom Kippur, es ist quasi abhängiger Tag. Ja? Es ist abhängig von menschlicher Natur. Wenn wir werden besser, dann Gott fordert uns keinen Fastentag. Also jetzt kommen wir zum 5 Fastentage vom Talmud, von unseren Weisen. Also wir gehen vom Anfang, wie steht im Propheten, im Prophet Zechariah zum Beispiel. Also wir gehen vom Herbst, vom Rosh Hashanah, gut, das ist jüdisches neues Jahr. Dann die erste Fast ist dritte. Tischrei, genau den Tag nach dem Rosh Hashanah, jüdisches neues Jahr. Also kann man feiern, essen, trinken, alles gut. Im September, dieses Jahr Oktober. Und bam, genau danach, nach diesen 2 Tagen, einem Fest. Fasten Gedalia heißt. Fasten Gedalia, das ist Ende des jüdischen Existenz im Heiligen Land. Also Ende erste Tempel. Der erste Tempel schon zerstört ist, aber doch war eine Geschichte als Erinnerung über die innerjüdische Spaltung. Das war eine politische Mord. Ja, jetzt war die Attentat auf Trump. Ja, also ist nicht von heute entwickelt sich. Also dann erste Fasten. Nämlich Konsequenz eine jüdische Spaltung, dass die Leute mit Gewalt meinen, diese oder andere Probleme erlösen. Nämlich mit einem Attentat, mit einem Mord. Also einem Mord, es ist keine, aber keine Weg zum etwa Erlösen. Ja? Das ist die Botschaft. Okay, dann haben wir die zweite nach dieser Linie. Zweite Fasten heißt Zente Tevet. Es ist am Winter. Januar, manchmal Februar. Das ist die Geschichte, die kommt schon vom zweiten Tempel. Das ist die drei von diesen 6 Fastentage. Die sind verbunden mit zweiten Tempel in Jerusalem, Zerstörung und Fallen. Ja? Das heißt, das ist die nächste und schmerzte Geschichte für uns, ja, die Beeinfluss, die Konsequenz von diesem zweiten Tempel in Jerusalem fallen, gilt bis heute. Bis heute gibt es keinen Tempel in Jerusalem, gibt es halbes des Juden der Welt noch im Exil, im Diaspora, nicht im Exil ebenfalls. Noch mehr jüdische Existenz im Heiligen Land im Israel sehr, sehr fragbar. Die Leute sagen, es ist nicht euer Land, es ist palästinensisches Land und so weiter und so fort. Also Hauptstadt, die Grenzen, alles ist fragbar, alles ist nicht fest. Ja? Und alles kommt von dieser zweiten Tempel-Zerstörung und Vernichtung der jüdischen Staatlichkeit sozusagen, ja? Unabhängigkeit. Also ab dieser 10. Tevet, das wurde nach jüdischer Geschichte, nach Talmud, auch nach Flavius, Josephus Flavius, kennen Sie den Namen? Flavius, sehr, sehr wichtige Historiker, sehr, sehr wichtige Person. Das wurde die Belagerung über die Jerusalem angefangen, beim Römer. Ja? Und dann diese Blockade, Belagerung wurde 1,5 Jahre gedauert. Das heißt, das Ende am Sommer, aber nicht erster Sommer, der zweite Sommer. Und das ist, okay, heute aber bald, die dritte Fasten, es ist ein Tag vor Purim, ja, der sogenannte Esther-Fasten, das, was Hans Natalia gesagt. Und das ist natürlich, die Juden haben gestanden vor einer totalen Vernichtung.
Es ist keine gute Gründe zum Fasten, ja. Es ist nicht, dass wir sind so fröhlich wie essen und trinken so viel, das muss man abnehmen. Das ist nicht die Gründe für die Fasten. Wieder, die Gründe für die Fasten, 5 von 6, total schwierige und unmögliche jüdische Geschichte. Das ist der dritte Fastentag. Und dann heutzutage, Prophet Zecharia nennt als vierter Tag, vierte Fasten. 17. Tammuz, das wurde die. Kennen Sie, was ist passiert? Okay, ich erzähle mal die, alle 5 Gründe. Aber was ist bekannteste? Die Mauer von Jerusalem wurde zerbrochen. Das heißt, eineinhalb Jahres von Winter, von Januar, die Belagerung, ja, die Blockade. Und dann die Römer gewinnen, Juden verlieren. Und heute, es wurde im ganzen Israel eine kleine Dicht, kleine Poeme wurde geschickt, dass ich übersetze euch, es ist ganz kurz, es ist ein Satz, ein kurzer Absatz, der sagt Folgendes. Einen Moment. Habe das gehalten für unseren Unterricht genau. Und jetzt befinde ich mich. Doch. Also, das sieht Folgendes. Ja, ups. Ups. Nur ein Absatz. Ja? Und es steht 7.10. 7. Oktober, letztes Jahr. Ja? Also, das ist eine Frau, eine junge Frau hat geschrieben, diese Vers, und sie sagt, Tila Soani ist ein Name, ihr Name. Also, dieses Jahr, heute, 2024, muss man niemand erklären, warum fasten wir. Weil die eine Wand ist zerbrochen ist. Verstehen Sie, was sie gemeint? Das, was passiert am 10. Oktober, dass die Terroristen haben die Wand, die Trennungswand zwischen Gazastreifen und Israel, wo die Terroristen mit Motorrädern stehen und dann kommt Sprengstoff und dann diese Wand gefallen ist. Vom Stahl, Stahlwand. Und dann sie laufen drin zu mördern und vergewaltigen. Ja? Also, jetzt heute diese Verse ist ganz, ganz ein Highlight im Israel. Genau heute, heutzutage. Das ist klare Verbindung zwischen Mauer fallen damals in Jerusalem und Mauer fallen heute im Israel. Ja? Okay, also wieder keine gute Gründe. Und dann 9. Av, das ist die fünfte Fasten, das kennen Sie, ja. Zerstörung der erste und der zweite Tempel, beides, ist am gleichen Tag, mit einer zeitlichen Differenz von 500 Jahren. Ja, aber doch, die beiden Tempel, Tempel von König Salomo und Tempel von sogenannte König Herodes, das ist nicht präzise, aber egal. Ja, die beiden wurden gebrannt und zerstört. Das heißt, sie wurden fertig. Es war 2, 3 Tage, die ein Brand in die Tempel in Jerusalem. Aber doch, dass diese 9. Av, das ist eine symbolische Tag, die akkumuliert zwei nationale Katastrophen zu einem Tag. Und noch mehr, es wurden auch viele andere schwere Geschichten traditionell nach jüdische Bücher, die hatten am 9. Tag passieren. Kennen Sie? Ich habe ein Heft mit einer lange, langen Liste. Der Erste Weltkrieg wurde am 9. Tag nach jüdischem Kalender angefangen.
Ja, es war spät damals. Die Exil auch Spanien, 1492. Das war der erste Tag, an dem die Juden sollten oder verlassen Spanien oder konvertieren. Das war eine gewisse Übergehenzeit, ja, 3 oder 6 Monate. Aber 9 Tage, es war Schluss. Die Exile, erste Exil auch England, ein Exil auch Frankreich. Die Nazis, sie möchten sehr, sehr, sehr die jüdische Kalender und viele Aktionen zum Juden vernichten. Sie haben verbunden, gewusst und bewusst zum jüdischen, dies oder andere Termine. Das ist sehr, sehr bekannt. Also wieder keine gute Gründe. Also alle Feste sind seine Probleme. Ja. Mindestens zu sagen. Und wenn wir sagen, warum wussten wir Fasten über die Jünger, die passiert und was, 2000 Jahre mindestens, dann genau kommt dieser 7. Oktober und die jüdische Geschichte wiederholt sich. Ja, wie ein Rund. Dass die Mauer fallen, verursachen zu riesige Katastrophe. Okay, das ist sehr, sehr pessimistische Bild, pessimistischer Blick. Jetzt ein bisschen Optimismus spielen, verbessern die bittere Analyse. Ich sage euch Folgendes, dass diese 6 Festtage, es ist sehr, sehr wenig. Denken Sie über die 356 Tage des Jahres. Und dann 6 Tage, es ist was? Einmal im D, einmal im Viertel etwa. Es ist sehr, sehr wenig. Zum Vergleichen nehmen Sie den Islam. Alle kennen Ramadan. Mindestens 28 Tage des Fasten, okay, täglich, nachts kann man essen, aber doch einen Monat. Egal, dass es ist Mondmonat und nicht Sonnenmonat, also es ist nicht 30 Tage, 28, es ist doch 4 Wochen. Es ist schwer. Im Christentum Fasten, okay, korrigieren Sie mich, was ist Fasten im Christentum? Aber ich denke, es ist was anderes. Was halten Sie von Fasten im Christentum? Also die Fastenregeln in der katholischen Kirche, die sind nicht verpflichtend, ist im Prinzip in der Fastenzeit vegane Ernährung mit Intervallfasten im Prinzip. Also vegane Ernährung, Intervallfasten, also man soll sich nicht wirklich satt essen. Allerdings ganz wichtig, die Sonntage dürfen, an den Sonntagen darf nicht gefastet werden, deswegen ist die Weil Fastenzeit. es ist Sonntag, es ist heiliger Tag. Ja, weil das sind 46 Kalendertage und 40 Fastentage. Also der Sonntag unterbricht es immer. Aber da hält sich keiner dran. Es hält sich keiner Ja. dran. Und genau, und am Freitag war das früher so, wie ich klein war, war das auch noch so, kein Fleisch am Freitag. Ja, im Christentum fasten. Das ist eine Grenze zum gewissen Getränke und Essen mal, ja, also kein Fleisch, kein Wein, natürlich, Sie verstehen, das kommt vom Judentum, ja, das heißt, das ist die zentrale Gericht im Judentum, Wein und Fleisch, also am Schabbat verpflichtet man, muss man, ja, also keine Auswahl, Wein oder Traubensaft trinken, Fleisch essen, ja. Also meine Lehrer, Selengern denken, war, kann man nicht sagen, vegetarisch oder vegan, aber er hat kein Fleisch gegessen, nur am Schabbat. Also am Schabbat, er musste, wegen der Pflicht, er hat ein Schnitzel gegessen am Schabbat, ja, oder ein Huhn. Also das gilt nicht als vegan oder vegetarisch, ich verstehe, aber er war bewusst, egal, alle Woche, ganze Woche, 6 Tage, er war ohne Fleisch als eine Idee. Ja, also wieder. Erstens,
Wir sehen in katholischer Kirche, dass es ist voluntärisch, ja, es ist freie Auswahl. Das ist der Punkt, woher kommt dieser Punkt? Weil die Christentum, originale Christen, Katholizismus, hat die Mitzvot annullieren. Ja, also Mitzvot, eine verpflichtende Tat. Ja, die muss man tun oder nicht tun. Ja. Etwa essen, zum Beispiel am Schabbat. Und deswegen, am Schabbat gibt es keine Trauer, ja, kein Leid. Und deswegen, auch wenn Gott behütet, jemand ist gestorben, also dass die alle Gesetze am Schabbat verbrochen sind, das kommt im Katholizismus auch. Ja. Also gibt es einen heiligen Tag, in dieser Zeit gibt es keine Trauer, also muss man essen, trinken, nach Synagoge gehen, als Pflicht. Aber die Christentum hat die Mitzvot annullieren und jetzt ist es eine Erwachsenenwelt. Jeder hat seine eigene Gedanke, was tun und was tun nicht. Aber doch, sie haben gesagt, 40 Tage vor Pesach, ja, dass es dauert, diese, ja, also muss man sogenannte Fasten essen, gibt es solche Begriffe, ja, so habe ich gelesen im Christentum. Ja, also wieder kein Fleisch, kein Fisch, ich denke, oder doch Doch, Fleisch. Fisch schon. Und es gibt noch Doch ein paar. Fisch statt Fleisch. Genau. Also, und es gibt noch ein paar andere Fastentage zu den Ja. 40 Tagen dazu, aber unwichtig, ja. Ja, klar, ja, definitiv. Also, was will ich sagen, dass diese dauerhaft, auch im Islam mit Ramadan, auch mit Christentum, mit diesen Tagen, egal, das doch isst man, aber nicht alles. Du bist begrenzt. Das ist eine Perspektive, ein Blick auf die Welt. Ja? Es ist eine Philosophie, eine Linie. Und in diesem Sinn, Judentum ist sehr, sehr optimistische Blick auf die Welt und auf unseres Leben. Also Judentum hat wenigste relativ zum Islam und Christentum Fastentage und das ist nicht umsonst. Und sogar die strengste Yom Kippur, 24 Stunden bald, die alle Quellen eilen sich dazu zu sagen, es ist nicht zur Erweckung. Auch dieser einzelne Tag vom Torah, es wird mit der Zeit verschwunden irgendwie. Okay. Also doch, natürlich im Judentum gibt es eine Möglichkeit, voluntärische Fasten als private Fasten üben, das ist keine Frage. Aber das ist überhaupt keine Pflicht. Ja. Das ist nach eigenem Gefühl, etwas passiert und so weiter. Wir sehen zum Beispiel, wir haben gelernt beim Corona-Zeiten die Buch Job, wenn erinnern Sie. Und dann, die Job ist eine gottfürchtende Mensch. Genau, er steht unter diese gottfürchtende Titel. Er bringt die Opfer für seine Kinder voluntärisch. Also, das ist sein Gefühl. Vielleicht, meine Söhne, haben in dem Herz etwas gedacht. Solcher Typ, ja. Also jemand, der auch will eine kleinste, geringste Möglichkeit, das etwa nicht gut mit dem Gottgleichen annullieren. Ja, also das ist die Opfer. Und natürlich auf diese Schiene, auf diese Gedenkslinie kann man auch ein Fast als private Person üben. Ja, die Leute kommen, oh, ich habe in meinem Nachtstraum meine Mutter gesehen und das ist ein Zeichen, muss man fasten. Okay, wir sagen nichts. Okay, wenn du fühlst, du, es geht. Ja? Aber wieder prinzipiell, wie wenigen die Fasten. Ja? Und wer, wo es möglich ist, wir vereinfachen die Bedingungen über diese Grenzen Fasten. Zum Beispiel, wenn
Okay, also ich habe gedacht, 6 Tage, eins von Torah, fünf von die Weisen. Verstehen Sie, dass die Fasten von die Weisen, sie sind einfacher über die Pflicht, sich fasten. Ja? Und wenn gibt es eine gesundheitliche Probleme, dann was? Was passiert damals? Dann? Nicht fasten. Dann befreit man sich natürlich. Zum Beispiel die älteren Leute, die schwangere Frauen, ja, die kleine Kinder und so weiter und so fort. Ja. Unterschiedliche Gruppen, die auf erster Linie sind befreien von diesen 5 Fasten. Ja. Wieder, es kommt von der Linie im Judentum, dass wir geringen wie möglich diese Fastentage. Es ist ein Postfaktum nach Postfaktum, diese Realität, die Fasten. Ja. Und ich erinnere wieder, Fasten nach Judentum, es ist 100%, es ist nicht 50% wie nach Christentum. Darf man, weiß nicht was, leichte Getränke trinken, aber nicht spirituose. Ja, man, darf man eine, wie gesagt, Reis zum Beispiel essen, aber nicht die Steak. Ja. Im Judentum ist es 100%. Kein Essen, kein Trinken, null, gar nichts. In diesem Sinne die strengste, das ist die Muslime, die islamischen Leute, sie immer, ich habe schon gesagt, mal, ich habe mit vielen arabischen Studenten gelernt zusammen in Israel. Und dann, sie wurden uns gesagt, dass nach Islam, im Fasten, nämlich im Ramadan, gibt es noch einige Tage, aber nicht so viel dazu zum Ramadan, darf man sogar eine, gar nichts zum dem Mund lassen. Sogar eine Finger darf man nicht. Eigene Finger. Ja, das ist die strengste. Ja, okay, das ist die Definition. Das heißt, auch für die kleinen Kinder, die, diese Plastik, ja, dass die kleinen Kinder 1, 2 Jahre, ja, so darf man nicht. Im Judentum, heute zum Beispiel, darf man etwas im Mund lassen, rauchen. Zum Beispiel, okay, rauchen ist auch keine gute Idee, gibt es viele Rabbinen, die auch schreiben, das ist auch klare Verbot, aber doch gibt es viele Juden, die doch rauchen sind. Und dann, heute zum Beispiel, darf man rauchen. Okay? Also etwa im Mund. Es ist kein Essen, aber doch, die Leute erzählen gewisse Genuss. Ich weiß nicht. Okay. Also wieder. Fasten, es ist eine Realität, die Postfaktum ist und doch einmal im Leben ist es passiert. Und wenn so, was müssen wir tun an diesem Fasten? Okay, erstens aber, ich wollte vorzulesen, was passiert nach jüdischer Tradition heute am 17. Tammuz. Okay, das steht im Mishnah. Im Band Taanit. Also, Mishnah sagt, fünf Dinge hatten für unsere Vorväter am 17. Tammuz passieren. Doppelpunkt. Gibt es auch 5 Punkte am 9. Av. Die noch schwieriger. Okay, also, die Dinge Nummer 1, Beschwasser, am 17. Tammuz wurden die Tafeln bei Moses zerbrochen. Das ist die Geschichte, das kennen Sie. Die erste Tafel. Die erste Tafel. Die alle Kommentatoren schreiben, klare Geschichte. Einfach in Mathematik. Schauen Sie mal, Shavuot, die 10 Geboten Tage, ja? Wann ist Shavuot? Am 6. Sivan. Nächster Tag morgen früh nach Torah
Moses hat gegangen zum Zentafel bekommen. Also sie hatten das Audio gehört, die 10 Geboten. Aber jetzt er kommt zum schriftlich Siegel, ja, nehmen und herunterladen zum dem jüdischen Volk. Und dann kommen vom 7. Sivan 40 Tage, am 17. Tammuz. Moses kommt zurück, runter von dem Berg Sinai, und was sieht er? Goldenes Kalb. Goldenes Kalb, genau. Und dann er mit Wut, so steht im Torah, Charon Av, ein Wut, er hat zerbrochen die erste Tafeln, die sind die Gottestat. Die Gottestat. Die zweite Tafeln wurden geschrieben als Mosestat. Er hat sie getan. Die erste, die Gott sagt ihm, da und da, geh, vorbereite die Tafel, aber die erste, keine Vorbereitung. Die Gott gibt diese erste Tafeln. Wo wurden diese erste Tafeln noch in jüdische Geschichte gespielt? Kennen Sie? Ja, Was passiert mit diesen Teilen? die lagen in der Bundeslade und die wurden entsorgt von, nee, das war die Stange von der Schlange, aber die, Aber sie haben erst, sie wurden im Bundeslager. genau, und Eva aber völlig recht ist, sie die wurden waren im auch Bundeslager. in der Bundeslade, aber entsorgt wurde die Stange von der Schlange, oder die Schlange wurde entsorgt Ja. irgendwann mal bei Also, sie wurden nicht nach Müll geschickt, nicht in Deponie, ja, entsorgen die erste Tafeln. Sie wurden doch gesammelt. Und mit zweiter Tafel, sie wurden im Tempel, in die Heilige Heiligtums wurden gestellt. Ich habe schon erzählt einen Witz, einen jüdischen Witz über diese erste zerstörene Tafeln. Die Witze folgendes. Warum, klassisch jüdischer Witz, warum, wenn es geht um die Reiche und die alt und arme Juden, die Arme, sie halten die ganze Tora. Und die Reiche, sind nichts. Wie kann das sein? Soll umgekehrt sein. Und dann David sagt, oh, es ist eine alte Geschichte. Noch von Moses Zeit. Als Moses hat die erste Tafeln zerbrochen, was haben die Juden getan? Haben gelaufen, sich zum Souvenir, zum Erinnerung, die Teile von Tafel genommen, genau wie die Steine von Berliner Mauer, sozusagen. Und dann sagt der Witz, die Reiche, die Glück immer geht mit die, sie haben bekommen die Teile vom Tafeln, Mörder, Erbrecher, Diebe und die Arme, sie haben bekommen die Teile. Nein, nein, nichts. Das ist der Witz. Das ist sehr, sehr alter Witz. Sehr, sehr, der Witz, der 500 Jahre alt ist. Ja? Das heißt, auf Hebräisch ist es zwei Worte. Lotirzach. Auf Deutsch ist es drei. Du sollst nicht mörden. Also die Aktivität und nein, es ist zwei Worte. Also die Arme, die hatten kein Glück immer, sie bekommen die negative Teile. Nein, nein, nein. Also die halten die Verbote von Torah. Die Reichen, sie haben ein großes Glück. Sie haben Erlaubnis, quasi nach dem Witz, alles tun, was sie wollen. Okay, das ist zum Witz, zum Spaß. Aber die Witz, nur etwa erzählt, dass die zerbrochene erste Tafel, sie wurden nicht entsorgen. Sie haben doch existieren. Ja, sie haben eine Rolle in jüdischer Geschichte doch gespielt. Okay, das ist die erste Dinge, das passierte am 17. Tammuz. Die zweite Dinge, Ubatale Tamid. Und dann es ist schon zweite Tempel, die Opfer im Tempel wurden gestoppt. Das ist schon die Geschichte historisch, das steht auch im Talmud. Auch im Bantanit, auch beim Flavius.
Die zweite Tempel, das wurde eine, Ende des zweiten Tempels war eine unendliche bürgerliche Krieg im Israel. Fast jede gegen jede. Grob zu sagen, das wurde drei Parteien. Vielleicht Sie kennen die Namen. Radikalen, die zwei Parteien Radikalen und eine Partei, die Flavius nennt im Plural Hohe Priestern. Das heißt die Kohanim, die Priester. Okay, Hohe Priester ist nur einzeln, nur eine, ja, in jeder Zeit. Aber so Flavius mit nicht Hass, aber mit viel Ironie und Zynismus erzählt über diese Leute. Das war völlig korrumpiert, ja, dass diese Priester damals. Ja, und dann diese drei Parteien, die Hohe Priesterpartei wurde natürlich am Tempelberg und dann Jerusalem wurde zum zwei Teile geteilt zwischen diesen anderen Radikalen, Zeloten, vielleicht kennen Sie den Namen. Ja. Also, und gleichzeitig diese Radikalen haben verteidigen dem Staat Jerusalem gegen Römer und parallel in die gleiche Zeit auch jeder mit anderen gekriegt. Unmöglich. Katastrophe. Ja? Und dann, um noch komplizierende Dinge, sie haben die Opfer, die Tiere nach Tempelberg geschickt. Durch diesen Krieg, jeder gegen jeden. Und natürlich, das könnte nicht ohne Ende existieren, dieses Bild, also in gewisser Zeit, dass die Tempeldienst des Opfers wurde gestoppt. Klar. Da noch später war Hunger, riesiger Hunger in dem Staat. Das heißt, das ist Konsequenz, dieser Stopp der Tempelarbeit, Tempeldienst, es ist eine Konsequenz vom Bürgerkrieg. Zum dieser Krieg, jeder gegen jeden. Okay? Das ist die zweite Linie. Das erzählen wir. Okay, nur das habe ich schon gesagt. Und die Mauern wurden gefallen. Das heißt, die Römer haben Eindringen in den Staat. Wenn Sie kennen damals die Technik, es war keine Luftwaffe damals. Und dann die Mauern wurden sehr, sehr dicht und dick. Könnte sein 6 Meter. Ja, und warum? Warum diese riesigen Steine? Von was sie wollten sich verteidigen? Ja, die gegen die Waffen von den Römern oder Ja, allgemein. aber welche Waffen? Welche Waffen, da was noch keine Feuer in unserem Sinn? Ja, Keine Waffen der. bengalisches Feuer hatten sie, dann hatten sie Rammböcke, aber die Rammböcke, die Muras, die waren nur gegen die Türen. Die Mauern haben sie eigentlich, Kanonen hatten sie noch Wie nicht. könnte man einstürmen durch diese riesige Türe? Was Ja, soll. bei den Türen, da haben sie mit dem Rammbock dagegen, weil durch die Scharniere ist das beweglich, die müssen beweglich sein. Und das kleine Spiel hat man sozusagen ausgenutzt und immer wieder dran genackelt, bis das hin war. Ja, das heißt, die Leute hatten dann konstruieren eine riesige sozusagen Holz, ja. Das ist wie eine Artillerie, aber nicht zum Schießen. Das war so zu früh. Einfach ein Loch schaffen. Das war die Technik. Und deswegen, wir befinden im ganzen alten Welt, nicht nur im Israel. Ja, auch im alten Griechenland, diese griechischen Kriege, riesige, zwei, drei, fünf bis 6 Meter Dichtwände, die waren damals existieren gegen diesen Eindrang. Okay? Und dann diese Geschichte, das heißt, die Römer hatten dem Loch geschafft, nach 1,5 Jahr. Und dadurch, durch dieses Loch, sie konnten schon in den Staat eindringen. Und dann es war vierte. Fünfte, Apotropos et Torah, das ist eine Geschichte vom Zweiten Tempel von Alexander der Große.
nach seinem Tod die Israel wurde durch Chanukka-Zeiten ja, zum Damaskus, zum diese befahren die Verrückte. Und dann die Griechen durch diesen Krieg gegen Juden, das war eine auch dauerte Krieg über 20 Jahre, hat eine Torarolle auf Tempelberg gebrannt. Die ganze. Das heißt, das war eine nationale Trauer. Im Talmud steht mehr über diese Ereignisse. Das natürlich Juden haben gesehen, diese Ereignisse als eine nationale, kollektive Demütigung. Klar, da. Also, das, wir sind in unserem Land, in unserem Staat, in unserem heiligen Tempel. Kommt jemand, herrscht über uns und noch unsere heilige Buch verbrannt. Ja? Also, es war so stark, diese Erschütterung von dieser Tat, dass bis heute, es steht als eine Gründe zum heutzutage Fasten. Ja? Okay, und dann die sechste Teil, Behumat Zelem Beechal. Und dann auch gibt es einen Disput, in welcher Zeit das geht, wurde eine Skulptur in den Tempel gestanden. Das heißt, Skulptur, die zum Beispiel die Römer, sie haben die Skulptur von Kaisern geschafft. Kennen Sie, ja? So kennen wir die Geschichte von Caligula und andere Helden, ja? Weil sie haben Skulpturen, da sie kennen wie plus minus heute mit künstlicher Intelligenz, wir können restaurieren, wie war das Gesicht von der und der. Also nach einer Version, das war in römischer Zeit, das heißt genau das Ende des zweiten Tempels, und gibt es die Version in griechischer Zeit. Heute, 2000 Jahre später, ist schon egal. Ja? Also das war und ist eine Gottesdienst. Das heißt, Judentum versteht nicht die Skulptur als Kunst, sondern die Römer definitiv haben sich gebeugt zum eigenen Kaiser. Kennen Sie heute die Länder, die Staaten, wo es bis heute passiert? Wo? Nordkorea. Richtig, genau. Das kann sie gesehen. Da gibt es riesige Skulpturen von Kim, die Opa und der Vater. Und die Leute kommen einmal, nicht jeden Tag, aber einmal in der Woche, denke. Sie kommen, muss man sich gebeugen. Einfach so. Das ist unglaublich, ja. Also, und vielleicht damals, in der damaligen Zeit, war das nicht so riesige Skulpturen. Es war auch nicht vom Stahl, aber doch, dass die Idee war, dass die Idee war gemischt zwischen religiöse und politische Idee. Wenn wir geborgen zu jemandem, dann ist es eine Loyalität, oder? Das ist genau die Idee in Nordkorea. Wer geborgen nicht, geht direkt zum KZ. Ja? Und damals beim Griechen und Römer, das war auch politische Realität und auch gewisse kulturell, religiöse Einverständnis mit diesem anderen Glauben, Polytheismus, ja? Polytheismus. Deswegen die Griechen und die Römer haben viele die Göttin vom Liebe, Venus, ja? Okay, das ist schon römische, ja? Und so weiter und so fort, ja? Die Gott der Krieg, ja? Die Gott der Handeln, ja? Merkurius und so weiter, das kennen wir die Namen von griechischer und römischer Mythologie. Ja, das lernt man in Geschichte, in der Schule. Ja, aber praktische Übung, das war eine Skulptur, die Leute gebogen, manchmal tanzen, manchmal bringen die Pflanzen. Und heute zum Beispiel in Südostasien, die Leute bringen zum Buddha Skulpturen ein bisschen Pflanzen. Ein bisschen Kleinigkeiten, ja, nicht zu viel zu essen, muss man für sich lassen, etwas zu essen. Aber doch, dass die Idee, dass jemand kommt und bringt zu einer Skulptur, bis heute existiert. Ja? Also, das ist die sechste. Also, das sechs, sorry, fünf. Fünf sind die fünf Punkte, fünf historische Geschichten,
die passierten am 7. Tammuz, wieder nicht am gleichen Tag, in unterschiedliche Jahre durch die jüdische Geschichte. Ja? Also wir immer sehen, dass erster Tempel, zweiter Tempel, sogar die Wüste, Wanderung, 40 Jahre Wüstewanderung, noch da, ja, die erste Tafelzerstörung, ja. Aber wenn es ist etwa nicht gut passiert mit uns auf den gleichen Tag, dann die jüdische Denken ist, dass vielleicht es gibt war, gibt etwa mehr. Das ist kein Zufällig, ja, keine Zufälligkeit, dass die eine nach zweite, nach dritte, nach fünfte böse Dinge passieren auf gleichen Tag. Richtig? Oder? Und deswegen, das Judentum definiert das, dieses 17. Tammuz-Fasten heute. Und schnell kommende noch 3 Wochen, 9. Av, als eine schwierige Zeit. Als eine schwierige Zeit, die ist nicht zufällig. Okay, also, und deswegen auf diese 3 Wochen gibt es viele, viele unterschiedliche Grenzen. Muss man verstehen, dass im Judentum die Fasten, es ist Ende der Geschichte, nicht der Anfang. Ich habe schon gesagt, das Fasten, es ist kein selbstständiges Ziel, Fasten und Leiden. Aber es ist starke Erinnerung, dass jetzt ist eine problematische Zeit. Also ich habe unterschiedliche Tabellen. Was macht man nicht mit durch diese Zeiten, durch diese 3 Wochen? Und was ist das Bekannteste? Dass an diese Zeiten gibt es keine Hochzeit. Hochzeiten im Judentum, beim jüdischen Leute, sind ultimative Zeichen zum Freude, zum Gut. Ja? Und wenn wir sind, dürfen nicht, keine Hochzeiten üben, dann ist es etwa nicht gut. Weil die Ziel der Welt ist, Leute verbinden, nicht kriegen, nicht töten miteinander, nicht beschimpfen, sondern verbinden. Und die beste Verbindung, das ist Eheschließung. Also ich Trotz wusste. aller Witze. Ja. Ja. Also ich wusste, dass Ja, wenn bitte. zwischen Pessach und Schavuot wird auch nicht geheiratet. Also erst ab Lag BaOmer gibt es, glaube ich, gibt es welche, die dann ab da heiraten, aber es ist keine gute Zeit zum Ja, Heiraten. Sie Ist haben da. recht. Sie haben recht. Das heißt, die fast erste Dinge, dass die Braut und Bräutigam, zukünftige, die wollen verheiraten durch mich. Die kommen zu mich, manchmal sogar noch telefonisch. Herr Rabbiner, dürfen wir an diesem oder anderen Termin verheiraten? Das ist die erste Frage, dass die Leute fragen. Das heißt, die Juden sind bewusst, dass es ist nicht jeder Tag durch das Jahr, kalendarische Jahr, darf man nach jüdischer Tradition verheiraten. Das heißt, die Leute privat können tun, was sie wollen. Ja? Deswegen kann man, weiß nicht was, im bürgerliche Eheschließung tun. Theoretisch auch am Schabbat, wenn es ist offen, weiß nicht. Ja? Aber bei Juden natürlich, Heiliges Tag, gibt es keine Chuppa, keine Hochzeit am Schabbat. Okay, also jeden 7. Tag gibt es keine Hochzeiten. Wir sind beschäftigt mit Schabbat, mit Ruhe. Also schabbatische Ruhe, dass wir lassen die Welt, wie es ist, ohne Veränderung. Und das ist inklusiv auch nicht verheiraten und nicht Beerdigungen, ja, der andere Teil von der Medaille. Ja, aber außer Schabbat gibt es genau 2 Perioden. Das Ewach hat eine gesagt, zwischen Pessach und Lag BaOmer, 33 Tage. Und die zweite kommt jetzt, diese 3 Wochen. Diese 3 Wochen. Wir machen keine Hochzeiten. Und deswegen, de facto, ich sage euch,
das gibt es einen Drang, wir halten vor diese Grenzen, also vor Pesach, die viele, viele verhalten. Ich habe vor Pesach, ja, weil dann du solltest warten noch 2 Monate fast. Ja. Und dann zwischen Shavuot und diese 17. Tammuz oder danach. Und nach diesen 3 Wochen, nach dem 9. Av, nach Zerstörung des ersten Tempels und zweite, kommt die jüdische Valentine's Day, jüdisches Liebestag. Die ist 15. Av. Der ist die älteste Termin, kollektive Termin, kollektive Fest zum Heiraten und massiv, nicht einzeln, viele, viele Hochzeiten wurden durchgesetzt. So ist nach dem Talmud. So ist nach dem Talmud. Also nicht am Winter, Winter ist eine tote Periode sozusagen. Am Sommer. Am Sommer, eine Woche vom 9. Av, trotz der Zerstörung, trotz der Ruinen, wir leben weiter. Wir machen weiter. Wir existieren, wir leben und wir heiraten uns. Ja? Das ist eine Botschaft, eine starke Botschaft. Ja, also, und natürlich, dass es zwei unterschiedliche 180 Grad Punkten Fasten, nicht essen, trinken und heiraten sich. Ja? Dazwischen gibt es auch unterschiedliche Punkte, das darf man nicht in diese schwierigen Zeiten tun. Was kennen Sie? Und zum Beispiel, wenn es ist, wenn Hochzeit Musik. Aber das Gelesene ist, darf man nicht die Haare schneiden, zum Beispiel. Auch, oder? Ja, zum Beispiel genau zum Haar schneiden gehen. Ja. Manche Männer, auch Frauen, ja, etwa neu kaufen. Zum Beispiel neue Kleidung. Muss man verstehen, damals neue Kleidung, das war ein Ereignis. Der Mensch hat vielleicht ein Kleidung durch ein Jahr hat gekauft. Vielleicht. Und kann sein 3, 5, 7 Jahre. Ja? Also für uns heute, die Kleidung in Zell und da, in China, das schon kostet fast null. Aber damals muss man verstehen, die Kleidungen, sie wurden von Generationen übergegangen, ja, vom Vater zum Sohn, von Mutter zum Tochter und so weiter. Also das war eine riesige Freude, eine neue Kleidung oder neue Schuhe kaufen. Okay, die zweite Teil von dieser Geschichte, dass alle Kleidungen wurden individuell geschafft, nicht heute eine Standarte. Ziffern, auch Schuhen, auch Kleidung wurden individuell getan, was heute kostet mehr Geld. Also Musik hören, tanzen, singen, Haare schneiden, neue Kleidung kaufen, neues Haus einbauen. Was sagen Sie? Wieder. Ein neues Haus bauen, auch heute, kostet viel, viel Geld, auch dann, damals. Und musste man ein bisschen abwarten. Also nicht an diese traurigen Tage. Die heißen 3 traurige Wochen jetzt. Ja? Und natürlich, okay, Wein trinken, Fleisch essen, dort gibt es 3 Stufen. Also jetzt noch bis Monat auf darf man Wein trinken, Fleisch essen. Die Frage, dass die immer Leute befragen mich, nun, was ist mit Nochiden? Das alles, was du erzählst uns, das gehört zum Juden. Und was ist uns mit Nochiden? Also ich sage Folgendes. Natürlich, rein gesetzlich, ich meine jüdische Gesetze, Halacha, die Nochiden sind befreit sich. Also kann man auswählen.
Doch, freue mich. Ich doch mache da und dort. Es wird keine Tora brechen, sozusagen. Weil die Nochiden müssen nicht. Aber doch, die Nochiden als Idee, ja, als gläubige Gemeinde, die sind verbunden mit Tora. Mit Glauben im Gott Israels, genau Gott Israels und nicht mit anderen Göttern. Und dann natürlich, die sind verbunden auch mit jüdischem Volk, mit jüdischer Geschichte. Habe schon gesagt, dass die Nochiden, die sind Juden nach religiösen Kriterien, vielleicht nicht herkunftlich ethnisch, aber religiös gläubig doch. Und wenn die Tora und die spätere Weisen, die Talmud, sagen, das ist eine schwierige, nicht gute Zeiten, muss man hören. Es ist eine gute Idee, die weise Leute hören. Ja? Und deswegen es ist stark empfiehlt, doch in diese Linie des jüdischen Gesetzes und jüdisches Leben mitzuteilen. Jeder mit seiner eigenen Kraft. Und jeder mit seinen eigenen Grenzen. Ich sage nicht, dass die Nochiden sollen 100% wie Juden verhalten sich und das schauen zur ganzen Welt. Überhaupt nicht. Ja? Also zwischen uns, zwischen meinen Schulen, meinen Gemeinden, gibt es Nochiden, die halten Schabbat und gibt es Nochiden, die halten Schabbat nichts. Und die beide Verhaltungen sind in Ordnung. Wir haben eine sehr, sehr kluge Jude, Nochide, sorry, aus Charkow, aus Ukraine, hat geflohen. Sein Haus wurde bombardiert und zerstört, sein Business, alles ist ruiniert. Jetzt in USA, eine Flüchtlinge. Er kann Hebräisch, er kann Talmud, er macht Unterrichte. Im Wochenabschnitt, Tora-Wochenabschnitt, am Schabbat. Schon jahrelang. Nicht das erste Mal und nicht das erste Jahr. Also, ich komme nach Schabbat, ich öffne mein Handy, dann ist es okay, dass dieser Schabbat war ein. Er sitzt in Minneapolis, ja, und da und dort. Ja. Also, er unterrichtet von Achiden, die wollen ihn am Schabbat hören. Aber doch, ich kenne die Leute, die Schabbat halten und dann gibt es Aufzeichnungen. Und dann kann man hören, diesen Unterricht mit Schabbat halten und nicht Schabbat unterbrechen. Also wieder, es ist eure Wahl, meine lieben Leute. Jeder macht, was seinem Herz sagen, seine Seele, seine Gefühl, seine Intuition und so weiter. Ja? Mit allen Umständen, mit unserem Leben. Mit allen zusammen, ich verstehe. Also wieder, es wird kein Bruch von Tora Gesetze, die jemand macht, nicht genau wie die Juden. Aber doch muss man mindestens bewusst sein, was ist passiert in die Tora Welt. Ja, weil wieder die Tora als Idee, als eine Autorität, die gilt zum ganzen Welt. Für Juden, nicht Juden, natürlich für Nachhinein. Also deswegen muss man mindestens bewusst sein, welcher Monat ist der jüdische Kalender ist heute, welches Fest, ob nichts, ja. Wieder, wenn kann man fasten nicht oder mag das Fasten nicht, oder muss verpflichtet nach Arbeit eine wichtige Arbeitslunch essen. Das alles kann passieren, ja. Aber wenn so, ich sage, das machen Sie nicht, das veröffentlichen diese Malessen. Ja, heute gibt es Facebook, Internet, Netz, die Leute erzählen über sich alles und zu viel. Ja. Wenn du machst etwas, dann mindestens nicht veröffentlichen das. Ja. Das ist die Idee, weil die herrschende Ereignisse, das ist die 17. Tammuz, 3 Wochen der Trauer. Verstehen Sie, was ich meine?
Das war's. Ja. Gibt es auch viele Juden, die machen solche, sagen wir, säkuläre Juden oder traditionelle. Die halten nicht alles. Sie sind Juden. Aber sie verstehen die Zeiten und was darf man nicht veröffentlichen. Ja? Dass, wenn du publiziert eine, weiß nicht, weiß, eine königliche Mahlessen am Fastentag, es sieht aus nicht gut. Es sieht aus, dass du gehörst nicht zum Juden. Es sieht aus, dass du sprichst über sich selbst nicht gute Worte. Warum? Muss man über sich gut reden? Muss man über sich gut halten? Ja? Das ist meine Botschaft. Ja, also machen Sie eure Wahl. Natürlich, auf erster Linie muss man lernen und wissen, was ist passiert. Von was vorsichtig sein? Was darf man, was darf man nicht? Ja, zum Beispiel gibt es die Themen wie Waschen, zum Beispiel. Das ist eine Frage. Was darf man waschen, da darf man nicht. Ja. Also muss man wissen. Auf erstens, Judentum, das ist Religion der Wissenschaft. Ja. Wir haben heute mit unserem Sponsor von dieser deutschen Ausgabe. Ich habe heute ge geredet und habe gesagt, dass er sagt nicht, er kommt von der christlichen Welt auch. Er sagt, dass die protestantisch erziehenden Leute, sie sind gewöhnlich lernen, relativ zum katholischen Leute. Die katholischen Leute akzeptieren das von oben, vom Priester, das ist Dogmat, so soll es sein, Punkt. Den jüdischen Weg muss man lernen. Den jüdischen Weg muss man lernen. Und in diesem Sinn, die evangelisch-protestantische Kirche, sie wirklich zurückgekehrt sich zu uns. Muss man lernen. Muss man wissen. Muss man forschen. Muss man fragen. Muss man beantworten. Ja? Also, ich sage das immer. Und besonders für die jüdische Gesetze, Halacha, was darf man, was darf man nicht. Muss man lernen. Und dann können Sie bewusst Ihre Wahl tun. Ich wähle absichtlich diese Haltung, diese nicht. Das ist im Moment. Okay, also heute das war doch die Unterricht über die Fasten, die 17. Tammuz. Aber okay, das ist in Ordnung. Das ist keine Sünde, das darf man. Also, wir gehen weiter mit unserer Ekklesiastes. Es gibt viel, viel zu entdecken für euch. Wir machen das nächste Unterricht. Nächste Treffen. Ja, dann sage ich danke. Danke Ich euch. schließe mich an. Danke für den Unterricht am Fasttag. Ja. Ja. Ja, vielen Dank. Gerne. Gerne, meine liebe Leute. Also, wie gesagt, Danke schön. aufpassen, nicht einfach die Zeiten, aber doch Optimismus nicht verlieren. Wir gehen weiter. Bis nächste Woche, meine lieben Leute. Alles Gute euch. Ja, Schönen danke. Abend. Alles Gute. Schönen Danke. Abend. Schönen Schönen Abend. Abend. Tschüss.